Er schuf unzählige Briefe, Dramen, sarkastische Gedichte, philosophische Erzählungen und weltgeschichtliche Abhandlungen. Wir sprechen heute über eine neue Biografie von Voltaire. Obgleich er 1778 starb, ist er noch heute von großer Relevanz und noch immer ein Bestseller. Voltaire ist der große Denker der Aufklärung. Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo im Jahre 2015 war sein Traktat über die Toleranz eines der meistverkauften Bücher. Herzlich willkommen bei Auf Zeitreise mit Jonas Hopf. Mein heutiger Gast heißt Volker Reinhardt. Er ist Professor für Geschichte und ein Bestsellerautor des CH Beck Verlags. Irgendwo jetzt am Bildschirmrand wird auch eine Infokarte erscheinen, denn wir haben uns schon mal unterhalten vor einigen Monaten über das Thema Pest und das Ende des Mittelalters. Herr Reinhardt, guten Tag. Guten Tag. Freut mich, dass wir zusammenkommen. Fangen wir mit dem Ende an. Ein gutes Jahrzehnt nach dem Tod Voltaires bekam er während der Französischen Revolution einen unglaublichen Triumphzug. Was genau konnte man damals in Paris beobachten und hätte ihm das gefallen? Ich beginne mit der zweiten Frage. Ja, es hätte ihm gefallen. Voltaire war eine Diva, eine männliche Diva. Er sah sich, so wie sie ihn präsentiert haben, als den Hauptdenker seines Jahrhunderts, als den Vordenker, den Denkmeister seines Jahrhunderts. Er hat auch selbst sehr geschickt Starkkult um sich veranstaltet. Also dieser pompöse Leichenzug mit seinen sterblichen Überresten aus der Provinz in die neue Ruhmeshalle der großen Männer Frankreichs, das hätte er mit auf seine Art, mit Stolz und mit Spott begleitet. Denn Knochen können ja nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Warum? Er hat diese Ehrung nun. Wir sprechen heute sinnvollerweise von zwei französischen Revolutionen, einer gemäßigten, einer radikalen. In dieser ersten gemäßigten französischen Revolution wird er zu Recht als ein Vordenker, Ideengeber, letztlich als ein Übervater angesehen. Diese Revolution ist in vieler Hinsicht Geist von seinem Geist. Ja. Also insofern geht das auf. Sie schreiben, Voltaires abenteuerliches Leben ist, wie seine Werke, ein eindrucksvolles Manifest für die Freiheit. Sozusagen als Vorspeise für das heutige Gespräch in wenigen Worten. Wie blickte Voltaire auf die Welt und warum sollte man diesen Mann auch heute noch kennen? Er blickte auf seine Welt sehr kritisch, denn das war eine Welt voller Unfreiheiten. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts konnte man vor 1789, aber wir lassen das 18. Jahrhundert mal mit 1789 zu Ende gehen, konnte man nicht frei schreiben. Man war vielerlei Zwängen ausgesetzt, auch Glaubenszwängen ausgesetzt. Man wurde in eine bestimmte Gesellschaftsschicht hineingeboren und konnte die sehr schwer verlassen. Also Voltaire sah sich von Zwängen umgeben und strebte umso intensiver nach Freiheit. Und er hat in seinem langen und publizistisch überreichen Leben versucht, die Grenzen, die Dimension dieser Freiheit auszumessen. Wie weit reicht diese Freiheit? Wo hat sie, wenn überhaupt, Grenzen? Und ich glaube, das ist heutzutage aktueller denn je. Denn im Zeichen von Cancel Culture und Vogue sehen wir nicht dasselbe, aber wir sehen ähnliche Entwicklungen und wir müssen uns dieselben Fragen stellen. Wo endet die legitime Freiheit, die eigene Meinung in Wort und Schrift kundzutun? Wo verletzen wir die Freiheit der anderen?
Das sind die großen Fragen, die Voltaire für sein Jahrhundert zu beantworten suchte. Wir müssen seine Antworten nicht um jeden Preis akzeptieren, aber die Fragen, die er stellt und wie er sie stellt, die sind für uns heute von großem Interesse. Es geht also um ein alles in Frage stellen, um Meinungsfreiheit und Religion, Schrägstrich Ideologie ist Privatsache. Ja. Und er war sprachlich natürlich sehr begabt. Das kommt in Ihrem Buch auch immer wieder zum Vorschein. Das scheint ja auch Sie begeistert zu haben. Sie schreiben auf der Seite 347 als ein Beispiel: Niemals zuvor oder danach wurde Geschichte so elegant, so geistreich und zugleich so fesselnd vergegenwärtigt. Ja. Um was geht es da genau? Was haben Sie da angesprochen? Da geht es um ein Hauptwerk, das ich bis heute heutigen Leserinnen und Lesern in Ausschnitten zur Lektüre empfehlen werde. Es geht um sein Zeitalter Ludwigs des 14. Ludwig der 14. ist der Sonnenkönig, das ist der Bauherr von Versailles. Den kennt man aus dem Geschichtsunterricht, meistens mit eher unguten Assoziationen. Das ist die Verkörperung des sogenannten Absolutismus. Der Begriff ist problematisch, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, aber Voltaire zeichnet diese 60 Jahre einer Herrschaft mit einer Fülle von Perspektiven, mit einer tiefen Schärfe, wie es sie vorher nie gegeben hat. Früher schrieb man Geschichte im Wesentlichen als Abfolge von Kriegen und Frieden und Ministerwechseln und Todesfällen und eben als eine Abfolge von Haupt- und Staatsaktionen. Voltaire schreibt Kulturgeschichte in allen Dimensionen. Wir erfahren, was der König zum Frühstück isst, mit wem er wann ins Bett gegangen ist. Auch das gehört dazu. Aber zugleich ist es eine Geschichte der Kultur, wie sie sich an diesem gigantischen Hof mit vielen tausend mehr oder weniger gezähmten Adligen entwickelt, wie sich in diesem Biotop des gigantischen Schlosses und mit dem Willen eines Königs zu quasi uneingeschränkter Macht ein Zusammenleben, aber auch eine Gedankenwelt entwickelt, die schließlich gemessen an den Absichten des Königs ins Gegenteil umschlägt. Denn an diesem Hof von Versailles entwickeln sich in 50, 60 Jahren Menschen und Ideen, die am Ende das System, das sie hervorgebracht hat, in Frage stellen. Das haben die Griechen Dialektik genannt. Von diesem Ausdruck muss man keine Angst haben. Dialektik heißt in diesem Fall das Umschlagen von Entwicklungen, das Aufeinanderfolgen von ganz unterschiedlichen Bewegungen. Der König will die Intellektuellen, die Künstler, die Schriftsteller an sich binden. Er kauft sie sich, er will sie korrumpieren, er will sie zähmen. Das gelingt ihm auch in sehr hohem Maße. Ja. Aber irgendwann ist die Entwicklung des Geistes, der Ideen, auch der Kunst nicht mehr kontrollierbar und widerspricht den Absichten desjenigen, der sie hervorgebracht hat. Also am Ende widerlegt sich dieses System selbst. Das ist richtig so. Denn im 18. Jahrhundert läuft dieses von Ludwig XIV. Entwickelte System der täglichen Neuverteilung von Macht und Einfluss ins Leere. Voltaire zeichnet also ein Bild, bei dem alle und jeder auf seine Kosten kommt. Klatsch, wie gesagt, eine Menge Alltagsleben, pikante Einzelheiten, aber eben auch eine ganzheitliche Sicht der damaligen Lebensbedingungen, der damaligen Mentalitäten, Weltsichten und eben auch der schöpferischen Impulse dieser Zeit. Und auch Geschichte, die Nutzen bringen soll für die Gegenwart. Ja, nochmals. Voltaire schreibt Geschichte, um Geschichte zu verändern. Geschichte ist kein Selbstzweck. Voltaire schreibt die Geschichte der Menschheit in einem noch größeren Werk, von den Anfängen bis zu Ludwig XIV., also Geschichte von eine Zivilisationsgeschichte, die über viele tausend Jahre die Entwicklung nachzeichnet. Er will damit Impulse setzen, er will damit die Menschen seiner Zeit vergewissern. Wir haben uns nach schweren Kämpfen hindurchgearbeitet in ein Zeitalter, in dem die Vernunft eine Chance hat. Sie hatte oft und sehr lange keine Chance. Die Vernunft hat jetzt eine Chance. Die Menschen können ihre Lebensverhältnisse durch die systematische Nutzung ihres gesunden Menschenverstandes verbessern. Es gibt immer noch viele Gegenkräfte.
die Schlacht ist noch nicht gewonnen, aber gehen Sie noch nicht zu sehr zu tief rein. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Aber ein gewisser Optimismus ist auf jeden Fall angesagt, ja. Darauf, auf den Optimismus komme ich jetzt zu sprechen, denn Sie starten Ihr Buch ja mit einem Kommentar Voltaires zum Erdbeben in Lissabon. Dazu wird jetzt auch eine Infokarte hier irgendwo eingeblendet, denn über dieses Thema habe ich mich einmal mit Gerhard Streminger unterhalten. Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Der Kommentar von Voltaire aus Ihrem Buch, die Natur hat den Menschen Mitgefühl und Neigung zu ihresgleichen mitgegeben. Wenn diese guten Anlagen von einem aufgeklärten Verstand angeführt werden, werden wir die Laster und die Verbrechen überwinden können. Uns kann egal sein, ob alles gut ist, vorausgesetzt wir wirken dafür, dass alles besser wird, als es vorher war. Kommt hier eine dieser Hauptmotivationen dieser Aufklärung zum Vorschein, die Sie auch gerade schon angesprochen haben, nämlich der Fortschrittsoptimismus. Es soll alles besser werden. Ja, es wird nie alles perfekt werden. Voltaire hat viel Spott über solche Visionen eines goldenen Menschheitszeitalters ausgegossen. Im Menschen lebt Mitgefühl für andere Menschen, aber auch eine ganze Reihe von zerstörerischen Neigungen. Also der Mensch ist ein gemischtes Wesen, aber wenn er das Licht seines Verstandes konsequent nutzt, dann kann er diese zerstörerischen Leidenschaften so weit einschränken, dass es besser wird. Also es ist ein gedämpfter Optimismus, ein skeptischer Optimismus, wie gesagt, eine vollständige Harmonie des Individuums in der Gesellschaft und im Staat wird es nicht geben. Dazu sind auch die Interessengegensätze unter den Menschen zu stark. Die Reichen haben andere Interessen als die Armen. Durch die Kraft des Verstandes und durch das Lernen aus einer häufig fehlgeleiteten Geschichte ist es möglich, Maßnahmen einzuleiten, die Schritt für Schritt eine menschlichere, eine friedlichere Lebenswelt herbeibringen. Das ist sein Optimismus. Es gibt andere Optimismen, radikalere Optimismen im 18. Jahrhundert, die tatsächlich einen Menschheitsmorgen, einen Menschheitsfrühling entwerfen. Daran hat Voltaire nie geglaubt. Ja. Kann man die Aufklärung vielleicht mit dem Satz zusammenfassen, dass man den starken Willen hat, mit guten Ideen die Welt zu verbessern? Ja, diese Ideen liegen bereit. Der Weg dorthin ist das Problem. Wie die Menschen haben auch im Sinne der Aufklärung eigentlich immer gewusst, was gut und was böse ist. Das große Problem ist, sie so anzuleiten, sie so zu erziehen, sie so zu instruieren, dass sie den Weg in eine bessere Welt finden, dass diese Welt friedlicher, harmonischer, ausgeglichener, auf Gemeinwohl ausgerichtet sein muss. Das konnte man schon bei Cicero in der Antike lesen. Das Problem war, dass Gegenkräfte ausgeschaltet werden mussten, Gegenkräfte des Fanatismus, der Intoleranz, dass man auch eine neue Gesellschaft, eine gerechtere Gesellschaft konstruieren musste, mit einer Verfassung, die dieser immer selbstbewussteren, immer aufgeklärteren, immer vernünftigeren Gesellschaft auch entsprechen konnte. Also die große Frage war, wie der Weg in eine solche bessere Zukunft gebahnt werden sollte. Und vielleicht bleiben wir mal kurz bei Lissabon. Da stellen sich ja Diodice Fragen. Ja. Vielleicht ganz kurz in wenigen Sätzen für die, die eben das andere Gespräch noch nicht gesehen haben. Was ist in Lissabon eigentlich passiert in wenigen Worten? Und was ist eine Diodice? Passiert ist ein Tsunami, der einige Dutzend Seemeilen vor der portugiesischen, aber auch der marokkanischen Küste losbrach. Also Nordafrika ist noch verheerender verwüstet worden als Lissabon. Es ist interessant, dass sich die Europäer dann auf Lissabon konzentrieren. Es war eine, ja, man kann schon sagen, eine globale Katastrophe. Dieser Tsunami führte dazu, dass die dicht am Wasser gelegene Stadt Lissabon überschwemmt wurde.
Die fatale Konstellation war, dass das am 1. November, am Tag aller Heiligen, geschah, gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr. Die Menschen waren in der Kirche, aber die Backöfen und die Herde waren an, um das Festtagsessen vorzubereiten, sodass es zu einer absurden Doppelvernichtung kommt, durch Wasser und Feuer. Also Lissabon ertrinkt und verbrennt gleichzeitig. Und die damaligen Schätzungen liegen bei 20.000, 30.000 Opfern. Die Zahlen sind unsicher. Aber die Katastrophe war verheerend, der Eindruck vernichtend. Jeder, der etwas auf sich hielt, der sich für eine Edelfeder hielt oder glaubte, etwas zu sagen zu haben, fing an zu schreiben. Warum ist das passiert? Und Voltaire, der wie gesagt Meinungsführerschaft im aufgeklärten Europa für sich reklamiert, greift zur Feder und schreibt einen von drei oder vier Texten, den ich heutigen Leserinnen und Lesern ans Herz legen möchte. Französisch Poème sur le désastre de Lisbonne, das Gedicht über die Katastrophe von Lissabon. Und dort fragt er nach dem Sinn. Und damit sind wir bei der Theodizee. Das ist ein schwieriges griechisches Fremdwort, heißt die Gerechtigkeit Gottes. Mit anderen Worten, wie kann ein gütiger Schöpfergott, der seinen Kreaturen wohl will, eine solche Katastrophe herbeiführen oder auch nur dulden? Diese Frage stellt sich für alle gläubigen Menschen am quälendsten nach Auschwitz. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Und ganz ähnlich fragt man 1755, 56, wenn dieser gütige Gott die Natur für den Menschen geschaffen hat, warum entfesselt er dann Naturkräfte, die den Menschen zerstören? Ja. Ist das noch ein gerechter Gott? Ist dieser Gott noch gerecht oder ist er böse? Oder die unheimlichste Frage, gibt es vielleicht gar keinen Gott? Ja. Alle diese Fragen waren damit aufgeworfen und Voltaire dekliniert sie durch. Führt in seinem Lehrgedicht eine Antwort nach der anderen auf. Die Antwort, die die protestantischen Pastoren geben, ja, Gott straft die Katholiken, weil sie halt den falschen Glauben haben. Und umgekehrt dann wieder die Katholiken befragt die Atheisten, die gibt es damals. Die sagen, alles nicht so schlimm, der Mensch muss ohnehin wieder zur Materie werden. Voltaire sagt, ja, aber tröstet das die Toten, dass sie wieder die Sterbenden, dass sie wieder zur Materie werden müssen? Ja. Er überprüft alle möglichen Antworten und kommt zum Ergebnis, es gibt keine Antwort. Wir stehen ratlos vor der Frage, wie das passieren konnte. Aber seine bis dahin, also bis immerhin ins 61. Lebensjahr gehegte Idee von einem lieben, gütigen Schöpfergott gerät ins Wanken. Ja. Denn der kann das eigentlich nicht zulassen. Wir könnten das jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter vertiefen und wir kommen auch darauf nochmal zu sprechen. Aber jetzt tauchen wir mal ein in sein eigenes Leben. Er wurde geboren 1694. Was war das für eine Zeit, in der er hineingeboren wurde? Sie haben es auch schon ein Stück weit angesprochen. Deshalb vielleicht ein bisschen genauer mit Blick auf den König. Stichwort ja. Heilkraft durch Handauflegen. Welche Stellung hatte der König? Beginnen wir mit der Stellung, die der König sich selber zuschreibt. Ludwig XIV. War der Meinung, nur Gott verantwortlich zu sein. Er hat die Macht von Gott. Er ist kein Menschenrechenschaft schuldig. Das ist die Theorie des Absolutismus. In der Praxis. Er hat sogar die Macht der katholischen Kirche in Frankreich ziemlich zurückgedrängt. Ja? Also er war die absolute Nummer eins. Ja, die katholische Kirche war seiner Ansicht nach fürs Jenseits zuständig. Das war ihr Fachgebiet. Er war für das Diesseits, für das irdische Leben zuständig. Die französischen Könige haben seit 1516 einen sehr direkten Zugriff auf ihre Kirche. Sie bestimmen, wer Führungspositionen in der katholischen Kirche innehat. Der Papst unterschreibt nur die Urkunde, aber der König wählt. Aber er sieht sich in seiner irdischen Machtausübung unumschränkt. Er ist Gott dafür Rechenschaft schuldig. De facto, in der Wirklichkeit stößt seine Macht an viele Grenzen. Es gibt durchaus Körperschaften, die Einfluss haben, die auch indirekt mitregieren. Aber von seiner Idee her, von seinem Anspruch her, ist er der alleinige Herr seines Königreichs. Er erweitert seine Machtspielräume tatsächlich beträchtlich. Der große Soziologe Norbert Elias hat das hier schön gezeigt. Und zwar dadurch, dass er adlige Familiennetzwerke gegeneinander ausspielt, hohen Adel gegen neuen Adel ausspielt. Also er gewinnt tatsächlich eine Führungsposition in Frankreich. Er ist nicht allmächtig. Ja. Wir haben Beispiele dafür, dass Dekrete, die der König erlassen hat,
500, 600 Kilometer weiter südlich am Rande der Pyrenäen einfach nicht umgesetzt. Da kann er auch nicht sehr viel machen. Ja. Aber er sieht sich als Roi Soleil, als Königssonne, als Sonnenkönig. Ja. Das in dieser Zeit wächst Voltaire auf. Sein Vater ist ein Spitzenjurist der Zeit. In der Grauzone zwischen sehr gehobenem Bürgertum und Amtsadel, also einem eher niedrigen Segment des Adels. Ja. Der Vater ist Rechtsberater vieler führender Aristokraten, hat also ein fantastisches Netzwerk. Voltaire hat seinen Vater gehasst und verachtet. Er hat ja auch einen neuen Namen. Er hat ja einen symbolischen Vatermord begangen. Hat ja den Namen des Vaters abgelegt und sich einen eigenen Namen erfunden. Er hieß Arouet. Er nennt sich dann Voltaire. Aber er hat von seinem Vater ein fantastisches Netzwerk geerbt. Voltaire hat über 22.000 Briefe geschrieben. Sehr viele von den von den Personen, an die er Briefe schreibt, sind geerbte Beziehungen. Ja. Ja. Also er kann sich nicht beklagen, die Familie ist sehr wohlhabend, auch sehr gebildet. Man muss sich vorstellen, dass der große Dichter Corneille im Hause seines Vaters, also vor der Geburt Voltaires, ein- und ausging. Also er wird vielleicht nicht mit einem goldenen Löffel im Mund, aber doch mit einem schweren silbernen Löffel im Mund geboren, würde ich mal sagen. Wie war das Verhältnis zu seinem Bruder und wie hat ihn die Zeit im Internat geprägt? Er hat seinen Bruder verachtet. Sein Bruder war das schiere Gegenteil von ihm. Sein Bruder war fromm, und zwar in einer ganz besonderen Ausprägung, in einer besonders strengen Ausprägung, die von der Monarchie gar nicht so gerne gesehen wird. Also war ein Frömmler, muss man sagen. Da gab es überhaupt keine Beziehungen. Voltaire war auch der Meinung, dass er einen anderen Vater hatte. Er hat seiner Mutter einen Fehltritt unterstellt, also einen Seitensprung unterstellt. Er hat seinen Vater nicht als seinen Erzeuger akzeptiert. Ja. Das kann man nicht mehr nachprüfen. Aber er könnte recht gehabt haben, sagen wir einmal so. Auf dem College, also auf dem Gymnasium, ja, das ist schwer zu sagen. Voltaire hat sich hat auch das natürlich mit Ironie kommentiert, mit Spott eingedeckt. Er sagte am Ende, ich habe ein bisschen Latein und eine Menge Dummheiten gelernt. Ja. Latein konnte er recht gut, das lernte man bei den Jesuiten. Das war ein sehr vornehmes Gymnasium, auf das auch der Adel seine Söhne schickte. Ja. In dem es aber auch sehr brutal zuging. Ja? Also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Und ich habe erst dieses Jahr die Biografie von Peter Schulatour gelesen. Ja. Und der ist ja im 20. Jahrhundert aufgewachsen. Und ich sah da total viele Parallelen von dem Internat, das er in seiner Biografie beschreibt, und dem Internat 150 Jahre früher oder 200 Jahre. Was meinen Sie, gibt es im 21. Jahrhundert solche schrecklichen Internate immer noch? Ich glaube jetzt eher nicht mehr, aber im 20. Jahrhundert ganz sicher, ja. Also das französische Erziehungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr repressiv, ohne Frage. Vielleicht sogar repressiver als in der Zeit, denn ich meine, die Jesuiten mussten natürlich auch auf die vornehme Abkunft ihrer Zöglinge Rücksicht nehmen. Also den Sohn des Herzogs von La Rochefoucauld konnten die nicht einfach verprügeln. Dann wären sie verprügelt worden von den Dienern des Herzogs. Auch Voltaire hatte an sich ganz gute Karten. Er hat später angedeutet, dass es da sexuellen Missbrauch gegeben hat. Das können wir nicht überprüfen. Ich glaube, das war eher... Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Auf der anderen Seite hat er lange und tiefe Freundschaften mit einigen Lehrern entwickelt und er hat auch ungeachtet allen Spotts, den er über diese Schule geschüttet hat, er hat anerkannt, dass er von einigen dieser Lehrer auch wertvolle Anregungen empfangen hat. Okay. Also es war nicht alles verloren. Mhm. Er hat Schulpreise gewonnen, weil man sehr früh erkannte, dass er ein Sprachgenie ist. In Theologie war er schlecht. Das hat ihn nicht interessiert. Aber er war auch eine Zierde der Schule, weil er wirklich aus dem Stegreif Gedichte rezitieren konnte, also neue Gedichte erfinden konnte. Ja. Also man hat seine Begabung sehr deutlich erkannt und gerechterweise muss man sagen, dass seine Begabung von einigen Lehrern auch gefordert worden ist. Ja. Er wurde dann zu einem Libertin. Was war das, ein Libertin? Ja. Libertin oder Französisch würde man Libertin sagen. Ja. Ich kann kein Französisch, das merkt man in dem heutigen Gespräch wahrscheinlich an mehreren Stellen. Man kann im Deutschen Libertin sagen, Libertin, das kommt von Libre, frei, das ist eigentlich ein Freidenker.
Das ist eine Bezeichnung für Menschen, die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts zunehmend von den Wahrheitsansprüchen, vom Anspruch auf Wahrheitsmonopol der Kirche ablösen, die die Welt zunehmend aus nichtchristlicher Perspektive zu sehen und zu erklären versuchen. So würde ich es mal formulieren. Ja. Das heißt nicht, dass die Libertans Atheisten sind. Das können sie sein. Es gibt ab dem 17. Jahrhundert gibt es eine sich stetig erweiternde und festere Standpunkte ausbildende Atheistengruppe. Aber Libertan heißt einfach freies Denken ohne Festhalten an den Dogmen der Kirche mit zunehmendem Zweifel an den Glaubenslehren der christlichen Kirche. Das kann man so allgemein formulieren. Radikale Libertans finden wir dann bei den Materialisten, bei den Atheisten wieder. Gemäßigte, wie Voltaire, denken sich einen Gott, der aber nicht der christliche Gott ist, sondern einfach ein gütiger, anonymer Schöpfergott, der wie ein Uhrmacher die Welt konstruiert hat, sie mit ewigen Gesetzen versehen hat und sich in die Welt nicht mehr einmischt. Also kein dreieiniger Gott, kein Erlösergott. Der Mensch muss sich selber erlösen, denn die Probleme, die er auf Erden hat, hat er selber gemacht. Also muss er sich auch selber von diesen Problemen wieder befreien. Das heißt Libertär in dieser Zeit. Es gibt eine solche Libertär-Szene ungefähr seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Frankreich. Die möchte ich jetzt gerne ansprechen. Er begegnete ja und wurde auch beeinflusst von vielen großen Persönlichkeiten seiner Zeit. Und unter anderem auch von einer lebenden Legende, nämlich Nino de Leglos. Ja. Das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Was war das für eine Frau? Das war eine Libertine, also eine Freidenkerin. Also ich habe mir aufnotiert kurz Schönheit, Schriftstellerin, subversiver Salon. Ja. Das macht einen ganz kurzen Blick auf die Einschränke und Chancen von Intellektuellen, von weiblichen Intellektuellen in dieser Zeit erforderlich. Dass Frauen eigene Texte schrieben, galt an sich als problematisch. Eine Adlige durfte das an sich nicht. Kluge Frauen, literarisch begabte Frauen des 17. Jahrhunderts befreien sich allmählich von diesen Zwängen. Eine Madame de Sévigné schreibt die witzigsten, geistvollsten Briefe bis heute. Eine Madame de Lafayette schreibt den ersten Roman mit inneren Monologen. Ninon de L'Enclos schreibt ebenfalls Texte, auch kühne Texte, die anstößig sind in den Augen der Männer. Und sie lebt das auch vor. Also sie lebt nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Bedürfnissen. Sie holt sich die Lover, die sie will, und schickt sie wieder weg. Das gilt natürlich als höchst unschicklich, unsittlich in dieser Zeit. Aber lassen Sie mich da mal nachhaken und die Frage stellen, wie frei bzw. tolerant das Leben damals in Frankreich war und wie sich das im Laufe der Zeit auch verändert hat. Das war ja kein stetiges Ab, sondern es gab ja so ein Auf und Ab. Also vielleicht mal so im großen Bogen, vielleicht seit Henry IV., wie hat sich das so, die Toleranz oder beziehungsweise Intoleranz in Frankreich verändert? Und damit vielleicht gleich noch die Frage verbunden oder Fragen, wann hatte welche Gruppierung welchen Einfluss? Also damit verbunden, was sind Jansenisten, Jesuiten, Calvinisten, Hugenotten und so weiter? Fangen wir von hinten an mit den religiösen Gruppierungen. Jansenisten und Jesuiten sind feindliche Flügel, feindliche Strömungen innerhalb der katholischen Kirche. Die Jesuiten sind der berühmte Orden des 16. Jahrhunderts, gewissermaßen die Hausmacht, die Schutztruppe, die Avantgarde des Papsttums. Die Jesuiten sind durch ihre Gründung darauf verpflichtet, den Interessen der Päpste zu dienen. Sie haben eine starke Stellung im Schulwesen. Im katholischen Europa unterrichten sie den Nachwuchs der Eliten, der Führungsschichten. Sie bilden also künftige Fürsten, Könige oder führende republikanische Staatsmänner aus, haben also sehr starken Einfluss auf die Führungsschicht. Moralisch kommen sie den Vorstellungen der Führungsschicht sehr stark entgegen. Sie sind also sehr großzügig, was kleinere Übertretungen von Geboten angeht. Sie kommen der Welt sehr weit entgegen. Die Jansenisten sind genau das Gegenteil. Das sind die strengen Ultrakatholiken, die auch eine ganz besondere Theologie ausgebildet haben. Sie sind der Meinung, Christus ist nicht für alle Menschen gestorben,
Gott hat vor der Geburt der Menschen verfügt, wer erlöst wird oder verdammt wird. Das ist an sich ein protestantisches Dogma, diese Prädestination. Die Jansenisten haben eine ganz spezielle Theologie entwickelt, die von den Päpsten kritisch gesehen wird. Eine katholische Prädestinationslehre, die besagt, Gott hat die Menschen vor ihrer Geburt sortiert. Die einen hat er erwählt zur Seligkeit, die anderen verworfen in die Hölle. Im Gegensatz zur kalvinischen Prädestinationslehre können die Erwählten theoretisch ihre Erwählung ablehnen. Aber da die Anziehungskraft dieser Gnade so groß ist, tun sie es de facto nicht. Also die Jansenisten haben damit zusammen eine sehr strenge Morallehre entwickelt. Schon im Kopf zu sündigen ist Sünde, nicht nur Handlungen zu vollziehen. Sie stehen auch der immer stärker werdenden Monarchie sehr kritisch gegenüber, bis hin zur Opposition. Zugleich versammeln sie führende Intellektuelle der Zeit um sich, den großen Mathematiker, Physiker und Religionsphilosophen Blaise Pascal etwa, der 1662 mit 39 Jahren stirbt. Sie gruppieren sich um ein berühmtes Kloster Port-Royal, das zunehmend zum intellektuellen Zentrum, aber auch zu einem Fokus der Opposition gegen den König wird und deswegen vom alten 71-jährigen Ludwig XIV. 1709 dem Erdboden gleichgemacht wird. Also die Hugenotten, das sind die Reformierten, also die Calvinisten in Frankreich, die haben 1598 bürgerliche Gleichstellung erhalten. Sie dürfen ihren Kultus da, wo sie Kirchen gebildet haben, auch ausüben. Sie haben Schutzzonen, sie haben Schutztruppen. Ansonsten sind sie den Katholiken gleichgestellt. Diese Gleichstellung geht im Laufe des 17. Jahrhunderts zunehmend verloren. Im Oktober 1685 hebt Ludwig XIV. Den Rechtsstatus der Hugenotten, der Calvinisten, völlig auf. Entweder sie konvertieren zum Katholizismus oder sie bekommen Probleme. Viele wandern aus. Das ist die berühmte Auswanderung der Hugenotten, etwa nach Preußen. Theodor Fontane, der Romanschriftsteller im 19. Jahrhundert, ist der Nachkomme dieser ausgewanderten Hugenotten. Also die intellektuelle Landschaft, auch die Führungsschicht ist vielfältig gespalten in sehr unterschiedliche Vorstellungswelten. Der König nutzt das zur Steigerung seiner Macht entsprechend aus. Voltaire erlebt das sehr konkret mit. Sein Bruder ist ein Frömmler, ein Jansenist. Er selber ist ein Libertin. Die gibt es, wie gesagt, auch. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Also wie hat sich dann im Laufe der Zeit über viele Jahrzehnte die Toleranz in Frankreich verändert? Ja. Sehr langsam und sehr wenig. Das wird ja auch ein Leitmotiv von Voltaires Leben sein. Grundsätzlich gibt es Nulltoleranz in religiöser Hinsicht. Bei Henry IV., den er ja so lobt, war es ja angeblich so viel besser als später. Ja, Heinrich IV. Oder Henri IV. Hat am 30. April 1598 das berühmte Toleranzedikt von Nantes erlassen. Das habe ich ja gerade umrissen. Das den Calvinisten, also der anderen minoritären Minderheitsreligion, 10%, 12% ungefähr in Frankreich, gehören den Hugenotten an, gleichstellt. Diese Gleichstellung geht verloren. 1685 wird sie völlig aufgehoben. Ab Oktober 1685 haben nicht-katholische Menschen in Frankreich kein Existenzrecht mehr. Ihre Ehen gelten als nicht geschlossen, ihre Kinder gelten als unehelich, ihr Vermögen gilt als herrenlos. Mhm. Das ist extreme Intoleranz. Es wird ein enormer Druck auf die verbliebenen Protestanten ausgeübt. Viele wandern aus. Daran ändert sich bis zwei Jahre vor der ersten französischen Revolution nichts. Also die gesamte Lebenszeit Voltaires hindurch herrscht in religiösen Dingen eine absolute Unduldsamkeit, eine absolute Intoleranz. Ja, also es war davor besser und dann erst danach wieder besser. Genau so ist es. Es ist danach vorher einige Jahrzehnte besser. Und dann ab 1789 wird die erste französische Revolution Religion zur Privatsache erklären. Das ist sie in Frankreich bis heute. Am Anfang des 20. Jahrhunderts trennen sich Kirche und Staat definitiv. Die katholische Kirche ist ein Verein unter anderen in Frankreich. Keine Staatskirche. Der Staat zieht nicht die Steuern für die Kirche ein, wie in anderen Ländern. Wie in anderen Ländern. Genau.
Was war denn so die Haupttätigkeit, bevor wir weiter einsteigen? Was war denn die Haupttätigkeit von Voltaire als junger Mann? Also mit was hat er zuallererst erstes Aufsehen erregt? Also in den Augen seines strengen Papas verzettelt er sich. Er soll Jurist werden, hat aber keine Lust dazu. Das ödet ihn an. Dann macht er halbherzige Versuche, in die Diplomatie einzusteigen. Das endet auch mit einem Fiasko, weil er sich nicht regelkonform verhält. Also im 18. Jahrhundert haben wir typische Generationskonflikte. Die Söhne rebellieren gegen die Väter. Viel heftiger als nach 1968, würde ich sagen. Oder mindestens genauso heftig. Mhm. Die Väter wollen das Familienvermögen schützen. Die wollen, dass ihre Söhne noch weiter aufsteigen. Die Söhne wollen Fun, die wollen Abenteuer, die wollen was erleben. Die geben das Geld der Väter aus. Voltaires Vater glaubt also, einen solchen verschwenderischen Sohn zu haben. Am Anfang gibt er ihm auch recht. Voltaire findet am Anfang den Platz in der Gesellschaft nicht. Er schreibt witzige Gedichte, trägt die auch in Clubs vor. Aber davon kann man nicht leben. Er lebt also von den Zuwendungen seines Vaters. Der ist richtig sauer teilweise. Er legt, überlegt da, dazu später mehr. Vielleicht zunächst einmal zu den Werken, die er dann angefangen hat zu schreiben. Und da greift er ja im Laufe der Zeit immer wieder Hauptfragen der Aufklärung auf. Ja. Zum Beispiel, was macht den Menschen aus? Also Abstammung oder Prägung durch Milieu und Erziehung. Es geht also immer wieder um adlige Kinder, die aber erst sehr viel später erfahren, wer sie wirklich sind. Das wiederholt sich ja ständig. Ja, das ist weit über Voltaire hinaus eine fast eine Obsession, eine besessene, eine Zwangsidee des 18. Jahrhunderts, aber eben auch eine der großen Fragen der Aufklärung. Was macht den Menschen? Die Geburt, die Natur oder die Erziehung? Die Aristokraten sagen, positive Eigenschaften vererben sich durch blaues Blut. Das denken die bis heute, glaube ich, zum großen Teil. Und deshalb wurden dann auch die großen Helden in den Geschichten zu den Helden, weil sie eben in Wahrheit, was sie aber noch nicht wussten, eben blaues Blut hatten. Ja, also das setzt sich durch. Das ist ein beliebtes Motiv. Vertauschte Kinder, eines der häufigsten Romanmotive im 18. Jahrhundert überhaupt. Meistens so, dass sich durch Geburt vermittelte Qualitäten am Ende durchsetzen. Das ist die eine Erklärung. Die aufgeklärte Erklärung sagt natürlich, der Mensch schafft sich selbst durch Bildung, durch Wissen, durch Fleiß, durch Disziplin, durch Studium. Das ist auch die Position Voltaires, obwohl Voltaire bei aller Verachtung für den dekadenten Adel seiner Zeit durch seinen Geburtsjahren 1694, auch durch sein Umfeld, durchaus noch den Respekt des Bürgers vor dem Adel, die Bewunderung des Bürgers für den Adel mitgeerbt hat. Voltaire ist da gespalten. Er verachtet und bewundert gleichzeitig einen Herzog von Richelieu etwa, einen der großen Verschwender dieser Zeit. Aber grundsätzlich setzt sich mit den Ideen der Aufklärung durch, dass der Mensch sich selber schafft, sein eigener Schöpfer ist, dass es also keine Vorrechte der Geburt geben darf, dass allein die Leistung, das Verdienst zählt. Das ist letztlich auch die Überzeugung Voltaires. Obwohl er, wie gesagt, zeitweise auch in der Hofgesellschaft von Versailles lebt, allerdings immer mit kritischen Blicken, als Beobachter einer zutiefst morschen, dekadenten Schicht, die aber immer noch eine starke Faszination auf ihn ausübt. Außerdem, das haben wir auch schon kurz angesprochen, wird er natürlich auch schon sehr früh zum Religionskritiker. Und da möchte ich gerne was von der Seite 63 vorlesen. Da heißt es, mit ihren Dogmen steht sie im unüberwindlichen Widerspruch zur Natur und verursacht nichts als Unheil. Ihr Lehrer Augustinus predigt eine Moral, die vom Leben selbst widerlegt wird. Die christliche Religion erweist sich damals damit als lebensfeindlich. Das werden wir später noch vertiefen. Henry den Vierten wollte ich noch ansprechen, das haben wir auch schon gemacht. Da geht es ja, das war ja dieses Epos vom guten König. Mhm. Ja, die Zeiten waren mal besser, sind jetzt schlecht, werden aber nach Voltaire dann wieder besser. Er sah sich schon sehr früh, muss man sagen, als uneingeschränkte, auf einer uneingeschränkten Führungsposition, wenn es um Fragen der
Literatur geht und des guten Geschmacks. Dieser Anspruch erhöhte sich im Alter auf das gesamte Weltgeschehen. Er muss also wohl ein sehr selbstbewusster Mann gewesen sein. Ja? Auf jeden Fall. Das wird ihm auch früh von Bewunderern beiderlei Geschlechts attestiert. Er ist ein frühreifer Sprachschöpfer. Er ist ein unvergleichlich eleganter Plauderer. Also der schönste Ausdruck aus der Zeit selbst. Er ist ein Genie für Regentage. Er kann eine anspruchsvolle Gesellschaft geistreich unterhalten. Das steht außer Frage. Aber dahinter steht Ernst. Und dahinter stehen ernste Fragen. Das haben Sie auch deutlich gemacht. Also hinter dem rokokohaft spielerisch hingetupft wirkenden Sätzen stehen schon große Fragen. Eben die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens, nach einem gütigen oder sonstigen Gott. Das alles wird aber dem damaligen Salon-Plauder-Klima, den damaligen Kommunikationsgewohnheiten entsprechend in eine leichte, oberflächlich anmutende Sprache gekleidet. Aber es ist nicht oberflächlich gedacht, sondern folgt den sozialen Gewohnheiten dieser Zeit. Man trifft sich zum Abendessen in im Salon einer Gräfin, einer Herzogin. Dort besteht die Kunst, zu brillieren darin, schwere Dinge leicht zu sagen, komplizierte Sachverhalte so auszudrücken, dass sie auch Nichtfachleute verstehen. Ja. Das ist die ganz große Kunst Voltaires, schwere Dinge leicht zu sagen. Und das hat er von Anfang an gemacht, in Versen, die verspielt, tändelnd, letztlich nebensächlich anmuten. Aber Vorsicht, auch in solchen scheinbar leicht hingeworfenen Sätzen verbirgt sich Gedankentiefe. Ja. Für ihn ist das ja auch ein Ausdruck von Hochkultur, von Zivilisiertheit. Ja. Sein Charme und seine Sprachgewandtheit ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeiten. Da möchte ich von der Seite 89 vorlesen. Nach dem aristokratischen Eheverständnis der Zeit hatte die Ehefrau legitime Kinder zur Welt zu bringen. Ja. Eheliche Treue wurde ihr darüber hinaus nicht abverlangt. Vielmehr galten Eheleute, die aus echter Neigung monogam lebten, als kuriose Außenseiter und wurden oft bespöttelt. Ehebruch war also keine Eheabschneidung. Die Ehre des durch die Heirat begründeten Hauses verlangte kategorisch nach ehelicher Abstammung des Nachwuchses mehr nicht. Ja, das ist das Regelwerk des französischen Adels von 1650 bis 1800 ungefähr. Sagen wir 1650 bis 1780. Das ist da der Adel von damals Vorreiter für das Liebesleben heute? Dazwischen liegt eine lange Durststrecke, würde ich mal ironisch sagen. Oder haben sich die Romantiker doch durchgesetzt? Dazwischen steht eine Gestalt namens Jean-Jacques Rousseau, der Meinung ist, die Aristokraten sind völlig verdorben, dekadent, Wüstlinge, die menschliche Natur verzerren und verfremden. Und dieser Jean-Jacques Rousseau wird dann in höchst sentimentaler Sprache das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie beschwören. Die Eheleute, die sich lieben und treu sind, die Frau bleibt natürlich zu Hause, damit sie keinen Schaden in der Politik, in der Öffentlichkeit an ihrer Sittlichkeit nimmt, erzieht die Kinder und rüstet den Mann moralisch auf. Vorher ist es genau umgekehrt. Voltaire lebt das ja auch vor, dazu werden wir noch kommen. Er lebt 15 Jahre mit einer der klügsten Frauen seiner Zeit zusammen. Die ist mit einem anderen verheiratet. Voltaire hat lebenslang nie geheiratet, aber seine Lebensabschnittspartnerin ist mit einem Marquis verheiratet. Der hat wiederum eine diverse Freundin. Keiner nimmt daran Anstoß. Ehe ist damals ein strategisches Bündnis. Im Adel heiratet man miteinander, weil man sich durch diese Ehe mehr Einfluss, mehr Geld, höheres Ansehen erhofft. Im negativen Fall, wenn eine Familie im Abstieg begriffen ist, dann will sie damit den Abstieg beenden. Liebe ist kein Kriterium. Es wird sogar ausdrücklich abgeraten davon, dass sich Eheleute lieben. Das ist keine Basis für ein Leben. Die Basis für ein Leben ist ein
ein soziales Zweckbündnis mit klaren Aufstiegsstrategien. Ja. Legitime Kinder sind nötig, aber danach geht man getrennte Wege, einvernehmlich, und niemand nimmt daran Anschluss. Die katholische Kirche ist natürlich offiziell nicht einverstanden, aber sie toleriert das. Der König hat ja selber jede Menge mitfressen. Ja. Dagegen protestiert niemand. Kommen wir nach dem Thema Liebe vielleicht gleich zum Thema Geld. Voltaires Vater, Sie haben ihn schon angesprochen, musste ja mehr als einmal für die Schulden des Sohnes aufkommen. Mhm. Deshalb ja auch ein ganz außergewöhnliches Testament. Ja. Wie ist Voltaire mit Geld umgegangen, als er dann älter geworden ist? Souverän, würde ich sagen. Weder geizig noch verschwenderisch. Strategisch klug. Voltaire wusste, wenn er in seiner Zeit etwas gelten wollte, wenn seine Meinung gehört werden sollte, dann mussten Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Das heißt, er musste einen gehobenen Standort in dieser Gesellschaft haben. Und einen gehobenen Standort hat er aber entweder durch geerbten Adel, den hatte er nicht, oder durch Geld. Arme Leute aus niedrigen sozialen Schichten finden kein Gehör, die nimmt niemand ernst, die werden verspottet oder verfolgt. Rousseau hat das erlebt. Rousseau wollte nicht reich werden. Rousseau hat sich zum Märtyrer einer dekadenten Gesellschaft stilisiert und er wurde verfolgt. Voltaire wollte gut leben. Er wollte so genussreich wie möglich leben. Und er wollte auch die Gesetzmäßigkeiten dieser korrupten Gesellschaft verstehen. Und verstehen kann man sie nur von innen heraus. Also, deswegen musste er reich werden. Das ist er geworden. Mit Methoden, auch um unabhängig zu sein. Er wurde ja auch verfolgt, ja. Nicht nur Rousseau. Und unabhängig von seinem verhassten Vater unabhängig zu sein, ja. Der ihn im Testament brüskiert. Unabhängig auch von Herren, für die er vielleicht hätte arbeiten müssen, am Hof in Versailles oder in Berlin oder wo er eben auch war. Auch mit einem Bestseller konnte man damals kein Geld verdienen in Frankreich, denn es gab kein Copyright für Autoren. In England gibt es das. In England können Autoren mit Bestsellern viel Geld verdienen, in Frankreich nicht. In Frankreich werden die Verleger reich. Man kann natürlich mit den Verlegern Konditionen aushandeln, aber Voltaire ist durch seine Bücher nicht reich geworden. Er ist durch einige gewagte Finanzspekulationen und durch einen großen Coup reich geworden. Er ist mit einem begabten Mathematiker befreundet. Er findet einen Schlüssel dazu, die staatliche Lotterie zu knacken, legal zu knacken. Und dieser Freundeskreis knackt diese Lotterie und diese Freunde sind nach einigen Monaten alle Millionäre. Ja. Dann Überseehandel, ja, Investitionen in Überseehandel. Und er hat Geld verliehen, ja? In Überseehandel, auch im Krieg etwa. Mit Krieg konnte man sehr viel Geld verdienen. Die armen Schweine, die sich da totschießen lassen mussten, natürlich nicht. Aber die Heereslieferanten etwa, Krieg musste beliefert werden, Lebensmittel, Kleider mussten geliefert werden. Da hat er Geld verdient, ja. Er war sich, also nach heutigen Kriterien war Voltaire alles andere als ein Gutmensch. Kein Fair Trade, keine korrekten Geschäftsbeziehungen. Die gab es damals eigentlich auch nicht. Man konnte entweder mitmachen oder nicht mitmachen. Voltaire hat aus den besagten Gründen mitmachen wollen. Er wollte etwas vom Leben haben. Und er wollte verstehen, wie diese Gesellschaft von innen her funktioniert. Auf diese Weise hat er mitgemacht. Und er brauchte natürlich, weil er den Mächtigen seiner Zeit unannehmbare Wahrheiten gesagt hat, Schutz. Er brauchte sein Vermögen, um jederzeit notfalls sehr schnell in Sicherheit zu gelangen. Er hat sich dann in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens einen richtigen Fluchtplan ausgebaut. Er hatte, dazu werden wir sicher noch kommen, sein eigenes Dorf, auch mit entsprechenden Hoheitsrechten, am äußersten östlichen Rand Frankreichs. Heute, es ist von Ferney nach Genf, sind wenige Kilometer. Wo wohnen Sie? Das muss ja nicht allzu weit entfernt sein von Ihnen, oder? Das sind Luftlinie von hier aus ungefähr 120 Kilometer. Ah ja. Es ist 110 Kilometer, es ist nicht weit. Auch ein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, fahren Sie einmal nach Ferney, Voltaires Schlösschen ist in einem sehr historisch originalen Zustand erhalten. Man kann Voltaire
Schnupper gewissermaßen. Das heißt, um das Thema Geld kurz zusammenzufassen, ohne den Wohlstand, den er hatte, den er sich sozusagen aufgebaut hatte im Laufe der Zeit, wäre er vielleicht nie dieser große Philosoph geworden? Sicher nicht. Sicher nicht. Es hätte ihm an Unabhängigkeit gefehlt. Er hätte Rücksichten nehmen müssen, die man bei einer Fundamentalkritik der herrschenden Zustände nicht nehmen kann. Er wäre angreifbarer gewesen. Er wäre weniger geschützt gewesen. Wie gesagt, Voltaire baut sich ein Fluchtsystem auf. Wenn ein königliches Greifkommando von Versailles kommt, dann hatte er einige Stunden Vorsprung, um nach Genf zu gehen. Genf war nicht einmal eine Stunde entfernt, war damals eine eigene Republik, gehörte noch nicht zur Schweiz, noch nicht zur Eidgenossenschaft. Mhm. Aber auch die Eidgenossenschaft war quasi vor der Haustür, hatte auch noch einen Fluchtpunkt in Lausanne, also in der Eidgenossenschaft. Also er ist permanent auf dem Qui-vive, tut sich da etwas in Versailles, denn einen Haftbefehl gibt es fast immer gegen ihn. Wird der umgesetzt? Er hat Freunde, die ihn informieren, und dann hat er ein paar Stunden Vorsprung. Sind die Lebensbedingungen seiner späten Jahre. Das müssen wir in Rechnung stellen. Da lastet eine ungeheure Spannung über dieser Existenz, die aber natürlich auch stimulierend ist. Menschen tun unter Druck wahrscheinlich mehr als in aller Gelassenheit. Ja. Aber das ist eine, vor allen Dingen auch für einen alten Mann, weil der ist am Ende über 80 Jahre alt, ist das eine ungewöhnliche Existenzform. Also ist das eine Parallele zur Antike? Da mussten die großen Philosophen ja auch nie arbeiten. Ja, ja. Geist und Macht kommen selten gut miteinander aus, würde ich mal sagen. Also es ist gut, wenn man unabhängig ist, und diese Unabhängigkeit, die bekommt man durch den Wohlstand. Ja. Und wenn man Unterstützer hat, die einen eben auch informieren. Voltaire hatte ein fantastisches Beziehungsnetz, das machen seine Briefe deutlich. Er hatte auch am Hof seine Freunde und Sympathisanten. Die Könige waren seine Feinde. Er hat, Ludwig XIV. War für ihn kein Thema. Der starb, als er 21 war, aber die beiden nächsten Könige, Ludwig XV., der Urenkel Ludwigs XIV. Und Ludwig XVI., der Enkel Ludwig XV., haben ihn gehasst. Sie haben ihn auch als eine Art Gegenkönig gesehen, als eine Art Gegenkönig des Geistes. Ja. Von denen hatte er nur Schlechtes zu erwarten. Aber er hatte am Hof seine Freunde, die ihn informierten, wenn sich wieder einmal etwas gegen ihn zusammenbraute. Und dann hatte er Fluchtzeit von Ferney nach Genf oder nach Lausanne. Also, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Antike. Es gibt ja die Parallele, dass die antiken Philosophen auch wohlhabend waren. Aber es gibt auch einen ganz großen Unterschied. Die Zeiten haben sich seit der Antike, seit der Zeit Lucrez, verändert. Ja. Was hat sich seit Lucrez verändert in Europa? Warum war das Leben für Voltaire gefährlicher? Das klingt jetzt vielleicht nach einer pauschalen Anklage, aber Europa ist durch den Siegeszug des Christentums intolerant geworden und unduldsam geworden. Wir sollten nicht vom christlichen Abendland reden. Das hat in der europäischen Geschichte, auch im sogenannten Mittelalter, wobei ich nicht glaube, dass man Mittelalter präzise definieren kann. Geschichte ist ein großes Fließen. Epochen sind suspekte Unterteilungen, egal. Aber es hat zu allen Zeiten Strömungen des Unglaubens, der Skepsis, der Ablehnung des Christentums gegeben. Offiziell war das Christentum Staatsreligion, etwas, was geglaubt werden musste in der jeweiligen theologischen Ausprägung. Lucrez etwa, ein Materialist, quasi Atheist, bei ihm kommen die Götter vor, aber sie spielen keine Rolle, die Götter sind entmachtet. Der Mensch ist Materie und zerfällt wieder zu Materie. Das konnte man denken, aber nicht schreiben in dieser Zeit. Beziehungsweise wenn man es schrieb, dann wurde es eng, dann wurde man vor die Inquisition gezerrt. Und das 18. Jahrhundert ist auf diese Weise ein zutiefst schizophrenes Zeitalter. Im kleinen, vertrauten Kreis konnte man alles sagen. Gott gibt es nicht. Gott ist eine Chimäre. Gott ist eine Einbildung. Offiziell wurde man für eine solche Aussage auf den Scheiterhaufen geschickt. Und denn die Kirche ist noch mächtig in dieser Zeit. Voltaire wird ja einige Justizmorde aufdecken, in denen die Kirche ihren unheilvollen Einfluss bei der Verfolgung von Unschuldigen geltend macht. Also im 18. Jahrhundert kann man fast alles denken. Man kann im kleinen Kreise fast alles
zirkulieren lassen, aber man kann fast nichts offiziell publizieren. Ja, also ähnlich wie im Eheleben, nach außen hin der schöne Schein und legitime Kinder, aber was dann in den Schlafzimmern tatsächlich passiert, ja, das durfte auf keinen Fall nach außen dringen. Ja, wobei der Unterschied zum Eheleben war, das konnte durchaus nach außen dringen. Ich meine, man konnte es auch nicht leugnen. Voltaire hat mit Emilie du Châtelet 15 Jahre lang zusammengelebt und ihr Ehemann war weit weg. Und er hatte seine eigenen Freundin und Lebensabschnittspartnerin. Ja. Das galt, wie gesagt, nicht als ehrenrührig. Die Ehe war ein strategischer Pakt auf Zeit. Aber das war sollte nicht mit Neigung zusammengehen. Voltaire hat darüber einen wunderbaren Kurztext geschrieben, den kaum jemand kennt. Er ist 74 Jahre alt und schreibt einen Text mit der Überschrift Frauen, seid euren Männern untertan. Ausrufungszeichen. Die Botschaft ist natürlich genau die umgekehrte. Also ein ironisches Gespräch einer sehr klugen Adligen mit einem etwas einfältigen Priester, ihrem Beichtvater, der sagt, ja, aber Paulus hat gesagt, Frauen, seid euren Männern untertan. Und dann fragt dieser Adlige, wer war denn dieser Paulus? War der überhaupt verheiratet? Das muss ja ein schrecklicher Ehemann gewesen sein. Sie sagt dann eben, ja, ich habe meinen Mann bei der Heirat, wir haben uns gegenseitig auch versprochen, dass wir uns treu bleiben werden, aber weder mein Mann noch ich haben das jemals ernst genommen. Und wir haben zwei Kinder gemacht und jetzt leben wir so, wie es uns gefällt. Und niemand findet etwas dabei. Das ist erstaunlich modern aus unserer heutigen Sicht. Aber bei Ketzereien, da konnte es gefährlich werden. Da wurde es verdammt gefährlich. Also er schreibt ja zum Beispiel, Sie erwähnen das auf der Seite 100, aber die Vernunft, die mich führt, lässt vor mir ihre Fackel marschieren, die mich erleuchtet. Was hat er gedacht von der Bibel und von der Jesusgeschichte? Ja, das ist ein langes Thema. Da hat Voltaire hat darüber zahllose Texte geschrieben. Er hat je nach angestrebten Publikum, also je nach den Menschen, die das lesen sollten, hat er sich extrem kritisch bis sehr vorsichtig ausgedrückt. Voltaire wollte auch Veränderungen bewirken. Er wollte Reformen einleiten. Dann hat er sich vorsichtig ausgedrückt. Dann hat er sich auch gegen Christentum und Christus gegenüber respektvoll geäußert. Dann hat er nur gegen Auswüchse der Intoleranz polemisiert. Was er wirklich gedacht hat, hat er in Texten geschrieben, die außer wenigen Freunden niemand lesen durfte. Und das ist in der Tat eine extrem negative Sicht des Christentums. Christus ist vielleicht ein Beispiel, wenn Sie gestatten, von der Seite 102. Ja. Wie ist es möglich, dass lebenstüchtige und weltkluge Menschen beiderlei Geschlechts, die in Beruf und Alltag mannigfaltige Zeugnisse vernünftiger Kritikfähigkeit an den Tag legen, puren Wahngebilden verfallen, die eine machtgierige Kirche erfunden hat? Laut Voltaire nur einer nüchternen Betrachtung im hellen Licht der Vernunft bedarf, um der vermeintlichen Glaubenswahrheiten als absurde Hirngespinste zu demaskieren. Doch genau davon schrecken die meisten Menschen zurück, weil sie im vorvernünftigen Alter der frühen Kindheit indoktriniert worden sind. Also solche Texte kommen ja auch heute noch teilweise nicht gut an. Nein, natürlich nicht. Vieles, was Voltaire geschrieben hat, kommt nicht gut an. Also in seinen radikalen Schriften. Eine heißt etwa die Predigt der 50. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Ungläubigen, die sich sehr hart über das Christentum äußern. Christus ist ein Betrüger oder ein armer Irrer. Ein armer Irrer, der glaubt, der Sohn Gottes zu sein und abstruse Lehren verkündet, die kein vernünftiger Mensch glauben kann. Denn eine Auferstehung nach dem Tod gibt es nicht. Also alles, was Christus lehrt, ist gegen Erfahrung und Vernunft gerichtet. Das Christentum ist für Voltaire und für sehr viele Aufklärer, wahrscheinlich für die meisten Aufklärer, ein inzwischen im Laufe der Zeit überwundenes Gespinst von Aberglaube und abergläubischer Furcht. Die Vorstellung, dass Gott einen Sohn zeugt, ist absurd für die Menschen dieser Zeit, für Aufklärer dieser Zeit. Gott ist ein Abstraktum, ein Weltschöpfer, der Herr des Universums, aber er hat keine Kinder. Ja. Dass dieser gezeugte Sohn dann als Erlöser auftritt,
erscheint den Aufklärern völlig absurd. Der Mensch muss zu seinen Taten stehen, wenn er Untaten begangen hat, und kann ihn kein Erlöser davon erlösen. Damit muss er selber fertig werden. Das muss man mit seinem Gewissen abmachen. Also und Jahrhunderte vorher hat Gott ja angeblich die Menschen ja vernichtet und nur Noah und seine Leute haben überlebt. Ja. Und dann kommt plötzlich der Gottessohn, der für die Sünden dann doch wieder gerade steht. Ja, ja. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Darüber macht sich Voltaire ja auch lustig. Also erst der strenge Gott des Alten Testaments, ein eifersüchtiger Gott, der sich geschmeichelt sehen möchte, der Menschen auf grausame Proben stellt, wie Hiob etwa, der ja alles verliert, aber nicht den Glauben. Aber es ist ein eifersüchtiger, ein grausamer Gott in den Augen Voltaires. Und dann auf einmal ein gütiger Gott. Aber dieser gütige Gott stirbt dann angeblich nicht für alle, sondern nur für die Christen. Denn ich meine, die Menschen außerhalb Europas wissen ja nichts von dieser Erlösungstat. Das dauert ja anderthalb Jahrtausende. Also, das heißt, die Chinesen, die Inder, die Indianer, die kommen alle in die Hölle. Oder die großen Denker der Antike vor der Christenheit. Zum Beispiel. Alle Hölle. Das Ganze ist für die Aufklärer Unvernunft pur. Das können nur ungebildete Leute aus dem Volk eigentlich glauben. Man versucht, Alternativen zu entwickeln. Das beginnt auch schon in der Antike, nimmt dann konkrete Formen, etwa mit dem großen Philosophen René Descartes an. Gott ist der Schöpfer der Natur. Er ist eine Art Uhrmacher, der ein perfektes Uhrwerk geschaffen hat. Aber aus dieser Schöpfung hält er sich heraus, denn diese Uhr läuft ewig. Die Gesetze der Natur sind unveränderlich. Ein Galileo Galilei denkt das auch. Gott ist ein perfekter Schöpfer der Natur, aber er hält sich aus seinem Schöpfungswerk dann heraus. Aber der christliche Gott ist für die Aufklärer eigentlich erledigt. Das ist nur aus dem niedrigen Bildungsstand der Vergangenheit, aus Legendenbildung und aus der Angst der Menschen und natürlich auch aus der Unterdrückung der Kirche zu erklären. Aber noch einmal, daraus entsteht nicht automatisch Atheismus, daraus entsteht ein anderes Bild eines anderen Gottes. Deismus. Deismus, das ist ja der gelehrte Ausdruck, Deus heißt lateinisch Gott. Deismus ist ein Gott ohne die christlichen Wesenszüge. Kein dreieiniger Gott, sondern ein einheitlicher Gott. Er hat keinen Sohn und er hat auch keinen Heiligen Geist. Er ist Weltschöpfer, er hat dem Menschen gute Eigenschaften mitgegeben. Er ist eine Art Oberlehrer Gott. Er möchte, dass der Mensch mit den Talenten, die er von Gott bekommen hat, gute Werke tut. Gott lehnt sich zufrieden zurück und schaut, wie der Mensch sich selbst erlöst und seinen Fortschritt kriegt. Dazu könnte man das ungefähr sagen. Das ist für die Kirchen, nicht nur für die katholische Kirche, sondern für alle Kirchen, auch die protestantischen Kirchen, unannehmbar. Das ist Ketzerei. Eines Tages wurde ihm ja dann von einem Engländer die Autoren John Locke und Isaac Newton ans Herz gelegt. Eigentlich ganz zur rechten Zeit, denn Voltaire musste fliehen, floh nach England. Warum eigentlich? Wieso England? Warum England? Also damit gleich die Frage verbunden, Thema Rechtsstaatlichkeit in Frankreich im 18. Jahrhundert. Also Willkür, Richter konnten ihre Posten kaufen, Adelige hatten eigene Gerichtshöfe und so weiter. Die meisten Richter haben ihren Job sogar geerbt. Der ist seit Generationen in Familienbesitz, aber man kann ihn auch verkaufen. Natürlich unerträgliche Vorstellung für uns. Der Angeklagte hat im Strafprozess überhaupt keine Chance. Er gilt als vorverurteilt. Er hat nicht einmal Anrecht auf eine vernünftige Verteidigung und so weiter und so fort. Voltaire wird von einem hohen Adligen beleidigt. Er lässt sich das nicht gefallen. Er hat eine scharfzüngige Antwort parat. Kurz darauf lässt ihn dieser Adlige verprügeln. Voltaire beklagt sich, fordert das Eingreifen der Justiz, aber die Justiz tut natürlich nichts gegen diesen hohen Adligen. Im Gegenteil, sie wird gegen Voltaire aktiv. Also Voltaire das Opfer, der Verprügelte muss nach England ins Exil gehen. Ja. Und da erlebt er einen Quantensprung, einen Zeitsprung. Denn England ist anders. England ist weiter, politisch weiter. England hat ein zwar noch recht rudimentäres, aber immerhin funktionsfähiges System der Gewaltenteilung. Der König hat im Wesentlichen die Exekutive, das Unterhaus und das Oberhaus, vor allem das Unterhaus, also die Kammern des Parlaments, sind die gesetzgebende Gewalt. Und die Justiz ist ziemlich unabhängig. Das ist keine moderne Demokratie. Das Wahlkreissystem in England ist völlig absurd. In einigen Gegenden reichen können 12
steuerzahlende Einwohner einen Abgeordneten entsenden. Anderswo sind es 10.000. Also das ist noch keine symmetrisch ausgeklügelte Republik. Das ist ein Erbe der Vergangenheit, aber es ist moderner. Und der englische Adel ist ein anderer Adel. In England erbt nur der älteste Sohn den Adelstitel und die Privilegien des Adels, die anderen nicht. England ist also nicht mehr die starre Ständegesellschaft wie Frankreich. Es gibt mehr soziale Mobilität. Es gibt ein Mehr an Rechtsstaatlichkeit nach unseren heutigen Begriffen. Ja. Und es gibt eine weitreichende religiöse Toleranz. Ja. Das ist das Entscheidende. Das werden wir gleich noch vertiefen, vielleicht gerade noch mal, um das Thema Rechtsstaatlichkeit abzuschließen. Ja. Es wurden ja immer wieder öffentlich von einem Henker Bücher von ihm verbrannt. Mhm. Also das erinnert ja an eine Art Auto da Fe. Vielleicht erklären Sie kurz, was ist überhaupt ein Auto da Fe und was unterscheidet das Auto da Fe nördlich der Pyrenäen zu dem südlich der Pyrenäen? Also Auto da Fe ist ein wunderbarer Begriff. Das heißt im portugiesischen, spanischen Akt des Glaubens. Auto da Fe ist an sich eine Ketzerverbrennung. Also ein grausiger Ritus. Die spanische Inquisition verbrennt Ketzer, die dann auch mit Schandmerkmalen, also mit besonders demütigenden Riten und demütigender Kleidung zum Scheiterhaufen geführt werden. Das nennt man den Akt des Glaubens. Und das ist ja erschreckend, dass das immer noch im 18. Jahrhundert passiert, zur exakt gleichen Zeit, zur Lebenszeit von Voltaires. Das ist die Schizophrenie des Zeitalters. Auf der einen Seite die Aufklärung, die sehr kühn denkt und weit über die bestehenden Verhältnisse hinausdenkt. Und auf der anderen Seite extrem altertümliche, rückständige Institutionen. Wir haben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa einen ungeheuren Reformstau. Wir haben eine ungeheure Differenz zwischen den Horizonten der Aufklärung, zwischen den Ideen und Vorstellungswelten der Aufklärung und den tatsächlichen Institutionen. Da liegen Welten dazwischen. Man konnte tatsächlich zum Tode verurteilt werden, wenn man vergessen hat, vor einer religiösen Zeremonie mit dem Heiligen Sakrament den Hut zu ziehen. Dafür konnte man hingerichtet werden im 18. Jahrhundert. Und das heißt, Voltaire hat ja eigentlich dann Glück gehabt, dass nur seine Werke öffentlich verbrannt wurden und nicht er selbst. Und nicht er selbst. Andere. In Spanien oder in Portugal wäre er verbrannt worden. Höchstwahrscheinlich. Und es hat auch in Frankreich Kräfte gegeben, die ihn gerne hätten brennen sehen, auf jeden Fall. Voltaire hat die meisten seiner Schriften anonym veröffentlicht. Man wusste aber in der Regel, dass er der Autor war. Er musste es aber bestreiten. Er konnte sich immer herausreden. Aber ob man ihm das glaubte oder nicht, war eine andere Frage. Insider haben es natürlich nicht geglaubt, aber gegenüber den Behörden konnte er sagen, ja, ich habe das nicht geschrieben. Die Schriften selbst, da man des Autors nicht habhaft werden konnte, reagierte sich die Macht an den Schriften ab. Die wurden dann eben in möglichst demütigender Weise vom Henker verbrannt. Das ist auch Rousseau passiert. Ja, das ist ja grotesk, also aus heutiger Sicht, das ist ja total irre eigentlich. Ja, diese unheilvolle Theorie der Bücherverbrennung hat der Nazi-Terror dann bekanntlich 1933 wieder aufgenommen. Eine Abschreckung für alle Zeit. Kommen wir zum damals sehr fortschrittlichen England, das Sie ja schon angesprochen haben. Da möchte ich gerne was von der Seite 125 vorlesen und dann die Frage anschließen, warum denn überhaupt England damals so fortschrittlich war. Für die französischen Adligen war Kommerz gleichbedeutend mit bornierter Engstirnigkeit und frechen Imponiergehabe. In England hingegen war der Handel eine prestigeträchtige Aktivität, die den Wohlstand der Nation mehrte. Zudem war sie, wie Voltaire jetzt aus nächster Nähe erkennen konnte, mit Weltoffenheit und Interesse an Wissenschaft und Kunst bestens vereinbar. Handel brachte für Voltaire nicht nur Wohlstand, sondern auch Freiheit hervor. Ja. Der Handel, der die Bürger in England reich gemacht hat, hat dazu beigetragen, sie frei zu machen. Und diese Freiheit hat ihrerseits dem Handel Auftrieb verliehen.
Und dadurch hat sich die Größe des Staates entwickelt. Wieso war das in England möglich? Wieso war England so fortschrittlich? Voltaire hat das in eines seiner eindrucksvollsten Bilder gefasst. Er meinte, England hat im 17. Jahrhundert lebensgefährliche Erkrankungen durchgemacht. Es hat ein fast tödliches Fieber entwickelt. Es hat einen Bürgerkrieg gekannt, der im Namen der Religion geführt wurde. Am Ende dieses Bürgerkrieges wurde... Etwas zeitlich versetzt er mit dem 30-jährigen Krieg auf dem Kontinent. Ungefähr parallel. Als der 30-jährige Krieg zu Ende ging, dauerte es noch ein paar Monate, dann köpften die Engländer ihren König, das heißt den Karl I. als Tyrannen. Es gab dann ein Jahrzehnt der Republik, was heutzutage kaum noch jemand weiß, siehe die Begräbnisfeierlichkeiten der Queen unter dem Lord Protector Oliver Cromwell. England wird Weltmacht in dieser Zeit, legt die Grundlagen für seine spätere Weltmachtstellung. Eine Parallele gibt es ja. Der Charles ist ja jetzt Charles III. Und Charles I. ist der geköpft wurde, oder? Und Charles II. Hat die Monarchie so diskreditiert, dass sie kurz, die Stuart-Monarchie so diskreditiert, dass sie kurz danach abgeschafft wurde. Ja, hätte man sich vielleicht überlegen sollen bei der Namensgebung. Das wurde auch thematisiert, dass es kein gutes Omen sei. Karl I., der ein Gentleman war, persönlich untadelig, aber seine Politik war erfolglos. Er wollte die Macht des Parlaments ausschalten, reduzieren und wurde als Tyrann hingerichtet. England hat also, sagen wir mal, die Kinderkrankheiten oder auch die Erwachsenenkrankheiten der streitenden Religionen, der verfeindeten Kirchen schwer erlebt, in Form einer schweren Krankheit, einer schweren Krise erlebt. Es hat aber diese Krise überwunden. Und zwar zweifach überwunden. Durch ein System der religiösen Duldsamkeit. In England haben die Katholiken Nachteile bis heute. Charles III. Dürfte nicht katholisch sein, dann könnte er nicht König sein. Aber ansonsten, also die Katholiken sind benachteiligt, aber darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Kirchen. Es gibt die anglikanische Staatskirche, deren Haupt der König ist, aber es gibt eine große Konkurrenz, es gibt einige Dutzend von anderen Kirchen. Hier ist also ein Monopol gebrochen worden. Und Voltaire ist der geschworene Feind aller Monopole und ein großer Freund der offenen Konkurrenz, des offenen Wettbewerbs. Und Handel ist offener Wettbewerb. Im Handel gewinnt derjenige, der die besten Beziehungen hat, die schlauesten Verkehrswege findet, die günstigsten Preise schafft. Und England schafft dann mit der Abschaffung der Stuart-Monarchie nicht nur ein neues Regierungssystem, in dem, wie gesagt, die Exekutive im Wesentlichen beim König, die Legislative bei den Parlamenten liegt, sondern auch eine weitreichende religiöse Toleranz. Und auf der Grundlage dieser Gewaltenteilung, ansatzweise entwickelten Gewaltenteilung und dieser relativ weit gediehenen religiösen Toleranz, entwickelt sich jetzt ein fruchtbares kulturelles Klima. England blüht auf. Isaac Newton war für Voltaire der größte Mensch aller Zeiten. Newton liefert die Welterklärung, die man braucht, um den christlichen Gott nicht mehr denken zu müssen. Der Schöpfergott, der Uhrmachergott, über den wir gesprochen haben, hat die Welt nach Regeln geschaffen. Newton hat diese Regeln entschlüsselt. Die Welt ist auf einmal dekodiert. Sie ist erklärbar geworden. Ja. Das haben die Engländer geleistet. Zu Newton gleich noch mal mehr. Bleiben wir noch mal kurz bei den Kaufleuten. Da meint Voltaire ja den Stolz der römischen Bürger wiederzuerkennen. Ja. Und vielleicht, weil heute ja so vieles, was damals so unglaublich fortschrittlich war in England, für uns heute so normal ist, können viele unserer Zuschauer sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, wie war es denn in Frankreich oder davor? Also vielleicht mal kurz, wie sah es denn damals in Frankreich oder im Rest des Kontinents mit Ausnahme den Niederlanden und Großbritannien denn aus? Also Stichwort Ständegesellschaft und so weiter und Handelsbeschränkungen. Ja, also für einen deutschen Adligen oder einen französischen Adligen war es undenkbar verboten, Handelsgeschäfte zu betreiben. Das war statusabträglich, und zwar ganz konkret, wenn ein französischer Adliger ein
ein Handelsunternehmen aufmachte oder ein Geschäft aufmachte, verlor er seinen adligen Rang und Status. Das heißt, er musste auf einmal Steuern bezahlen, hatte keine Privilegien mehr. Das war extrem schädlich. Adel ist in Europa seit Jahrhunderten unterschiedlich definiert worden. In Italien war Handel und Kommerz immer kombinierbar. Also große Adelsfamilien wie die Grimaldi, deren der Name ist ja bis heute in Monaco lebendig, große Adelsfamilien in Italien haben von Anfang an Handelsgeschäfte, auch Bankgeschäfte machen dürfen. Das war vereinbar mit dem Status. Der venezianische Adel verstand sich als Adel, hatte auch Landbesitzungen seit dem 16. Jahrhundert, übte dort auch niedere Herrschaftsrechte aus, aber er betrieb eben auch Handelsgeschäfte. Ja. In England ist das ebenfalls absolut miteinander vereinbar. Handel gilt hier nicht als eher abträglich, nicht als schmutziger Wucher oder niedriger Krämergeist, sondern als ein nobles Geschäft. Aber mal abgesehen jetzt davon, Adel oder nicht, welche Beschränkungen gab es denn? Wie frei war der Handel auf dem Kontinent? Ja, er ist überhaupt nicht frei. Die Aufklärer entwickeln Ideen von freiem Handel, aber gegen eine Welt von Widerständen. Es hat in Frankreich zur Zeit Voltaires, ganz am Ende der Lebenszeit von Voltaires, den Versuch einer inneren Revolution gegeben. Ein aufgeklärter Minister namens Turgot möchte alle inneren Handelsbeschränkungen abschaffen, vor allen Dingen die Einschränkung des freien Getreidehandels. Denn er ist zu Recht der Meinung, das wirkt das ganze System ab. Wenn in Nordfrankreich eine Missernte herrscht und in Südfrankreich reiche Ernteerträge vorhanden sind oder umgekehrt, dann ist es völlig logisch, dass man die Schranken öffnet und den Fluss der Güter von Norden nach Süden erlaubt. Das ist aber nicht erlaubt in Frankreich. Wir dürfen nicht einfach von Dorf zu Dorf Getreide transportieren. Dieser große Reformversuch eines Freihandelssystems mit gewissen Schutzvorkehrungen für zu hohe Preise und eben damit auch Schutzvorkehrungen für die Armen scheitert auf der ganzen Linie. Wahrscheinlich die letzte Chance, die Revolutionen von 1789 und später zu vermeiden. Ja. In England sieht es anders aus. In England sind diese Schranken im Wesentlichen gefallen. England ist die Handelsnation schlechthin. Der Adel darf Handel betreiben. Die Söhne eines Adligen sind in dieser Hinsicht völlig frei. England hat auch die Logistik, hat die Flotte dazu. Und die Niederlande auch. Es ist kein Zufall, dass sich die beiden Länder im 17. Jahrhundert so intensiv bekriegen, weil sie koloniale und entsprechende kommerzielle Interessen haben. Aber Frankreich ist in dieser Hinsicht extrem rückständig. Ja. Dadurch allerdings den Fortschritt in beiden Ländern noch beschleunigen. Ja, so wie das ja oft so ist. Ja, der Krieg ist der Vater aller Dinge, heißt es ja oft. Und die Niederlanden und die Engländer, die haben sich gegenseitig nach oben gehievt, sozusagen. Ja. Ja. Durch die Konkurrenz. Und sie haben natürlich einfach eine Kultur hervorgebracht, wenn wir von Vermeer und Rembrandt und Franz Hals heute reden, müssen wir uns ganz konkret vorstellen, dass Kultur aus Reichtum entsteht. Kultur ist immer ein Überschussphänomen. Ja. Schöne Bilder braucht man nicht zum Überleben. Schöne Bilder braucht man, um angenehmer leben zu können. Aber um angenehmer leben zu können, muss man Überschüsse haben. Und Kultur hängt am Tropf des Kommerzes. Das sollten auch linke Intellektuelle öfter mal beherzigen. Wenn es überschüssigen Gelder, private oder öffentliche Gelder gäbe, dann gäbe es auch keine Kultur. Jedenfalls keine finanzierte, keine geförderte Kultur. Ja. Und, also gerade die besonders links ticken, ja, Künstler, die hätten dann keine Anstellung. Erstens keine Anstellung, wenn die öffentlichen Gelder nicht vorhanden wären. Und wenn es keine reichen Leute gäbe, die irrsinnige Summen für ihre Kunstwerke bezahlen, dann würden sie auch schlechter leben. Kunst ist noch nicht nach Kommerz. Aber bevor wir da vom Thema abkommen, Sie haben Newton schon angesprochen. Bevor wir zu Newton kommen und auch zu Voltaires Lebensgefährtin, nochmal möchte ich ganz kurz was vorlesen von der Seite 132, nochmal abschließend auch zu der religiösen Toleranz in England. Und hier steht, im Gegensatz zu Paris durfte an den Ufern der Themse jeder Einzelne seine Spleens ausleben. Die religiösen Zustände eines Landes und daher der sicherste Indikator für den Stand einer Zivilisation. Also er war fast voller Ehrfurcht vor England und hat da eine ganze Menge gelernt. Und jetzt kommen wir dazu,
in London hat ein Todesfall Eindruck auf ihn gemacht. Und da möchte ich was von der Seite 130 vorlesen. Sir Isaac Newton wurde am 8. April 1727 in der Westminster Abbey zu Grabe getragen, feierlich und mit allen Zeichen der höchsten Ehrerbietung, so wie es laut Voltaire dem König im Reich des Geistes gebührte. Also wenn er gewusst hätte, was auf seinem Leichnam mal zukommt, dann gibt es ja Parallelen. Das toppt natürlich Newtons Begräbnis noch beträchtlich, was dann in der Revolution passiert. Ja, aber Voltaire sieht hier ein anderes Wertesystem. In Frankreich ist der Intellektuelle ein potenzieller Staatsverbrecher, ein subversives Element, das den Staat aushöhlt. Der größte Intellektuelle der Zeit, nach allgemeiner Einschätzung, ist das Isaac Newton, wird in seinem Land geehrt, verehrt. Selbst der Adel erweist ihm seine Referenz. Und das zeigt den Stand der Zivilisation. Ja, ganz genau. Hier werden große geistige, große intellektuelle Leistungen gewürdigt. Voltaire wusste von seiner klugen Lebensgefährtin, dass also die Hauptwerke Newtons, also die vor allen Dingen die Principia Mathematica, Meilensteine in der Geschichte des menschlichen Denkens sind. Ja. Das war jetzt die Überleitung zu seiner Lebensgefährtin. Wer war das und was hatte sie mit Newton zu tun? Ist eine der interessantesten Frauen des 18. Jahrhunderts, die man glücklicherweise wieder zu entdecken beginnt. Émilie du Châtelet, so heißt sie zur Zeit der Bekanntschaft mit Voltaire, ist die Tochter eines angesehenen Adligen aus alter Familie, nicht allzu reicher Familie. Ihr Vater erkennt die Begabung der Tochter, was sehr ungewöhnlich ist in dieser Zeit. Sie bekommt eine gute Ausbildung, auch man entdeckt sehr schnell ihre überragenden Fähigkeiten in Mathematik und Physik. Studieren kann man das damals nicht, eine Frau erst recht nicht, aber als Adlige hat sie die Freiräume, dieses Talent auszubilden. Sie liest natürlich die bahnbrechenden Schriften Newtons, teilweise auf Latein, teilweise auch auf Englisch geschrieben sind. Und sie wird eine Art Vermittlerin, eine Art Newton-Erklärerin, auch Newton-Weiterdenkerin in einigen Punkten. Wir müssen uns das tatsächlich so vorstellen, dass Newtons Schriften für die meisten akademischen Bereiche, auch für die meisten akademisch ausgebildeten Menschen dieser Zeit, einfach zu innovativ, zu neu, zu umstürzend waren. Newton wird eigentlich erst im Abstand von einigen Jahrzehnten rezipiert. Also seine Hauptschriften erscheinen in den 1680er Jahren. Es dauert einige Jahrzehnte, bis Europa überhaupt erst einmal nachvollzieht, was dort gedacht wird. Und auf diesem Weg der Newton-Interpretation, aber auch der Newton-Weiterentwicklung ist Émilie du Châtelet wirklich eine zentrale Gestalt. Also Voltaire bekommt hier, ja, wie sollen wir das nennen, Interpretationshilfe, Nachhilfe, geistige Unterstützung aus der allerbesten Quelle. Ist auf diese Weise wirklich am Puls der Zeit, auch was die Naturwissenschaften angeht. Wie viel er selber von höherer Mathematik verstanden hat, das ist schwer zu ermitteln. Einzelheiten haben ihn auch sicher nicht interessiert. Das große Faszinosum, die große Entdeckung, die große Begeisterung ist, dass man mit den newtonschen Gesetzen, den Gravitationsgesetzen vor allen Dingen, die Beschaffenheit des Kosmos erklären kann. Da braucht man keinen Gott mehr. Ja. Keinen Schöpfer, der über den Himmelsschalen sitzt und das Ganze zusammenhält. Das ist die Welterklärungsformel für das 18. Jahrhundert. Ja. Und Voltaire hat da sehr viel von seiner Lebensgefährtin gelernt. Das führt zu der Frage, wie denn Voltaire auf Frauen allgemein geblickt hat. Auf der Seite 436 berichten sie, dass er von unnatürlicher Unmündigkeit spricht. Mädchen werden durch eine Erziehung zur Unselbstständigkeit in künstlicher Abhängigkeit von Männern gehalten. Ja. Er ist also für Gleichberechtigung. Ja, also ja, ich würde es ein bisschen differenzieren. Für Voltaire steht außer Frage, dass das Kriterium Geschlecht
keinerlei Unterschied in Sachen Begabung, Talent, intellektuelle Fähigkeiten bedeutet. Männer und Frauen sind gleich begabt, pauschal gesprochen. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das ist schon mal eine revolutionäre Umdeutung. Denn noch, wir wissen alle, dass noch bis ins 20. Jahrhundert hinein der Frau das kleinere Gehirn und die geringere Denkfähigkeit zugeschrieben wurde. Das ist ja Voltaire längst widerlegter Unsinn, von Männern erfunden. Frauen sind in jeder Hinsicht ebenbürtig und werden gleichwohl unterdrückt. Das emotional unterdrückt, aber eben auch gesetzmäßig unterdrückt. Wir haben über die Art und Weise gesprochen, wie adlige Ehepaare leben, dass sie getrennte Wege gehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, rein rechtlich sind die Frauen stark benachteiligt in dieser Zeit. Auch die adlige Frau ist stark benachteiligt. In Geschäftsdingen, in Testamentdingen, in Vermögensdingen ist sie sehr stark benachteiligt. Und das ist für Voltaire himmelschreiendes Unrecht. Er hat das nicht, wie berühmte Frauen während der Französischen Revolution, in ein Manifest umgesetzt, in Forderungen umgesetzt. Er hat es auf seine Art und Weise in ironischen Traktaten niedergeschrieben. Es gibt eine Fülle von solchen Texten, etwa in einem Text überlegt sich eine intelligente junge Frau, wen soll ich heiraten? Eigentlich finde ich den einen viel attraktiver und netter, viel attraktiver und anziehender und interessanter, aber er wird mich unterdrücken. Der andere, unauffälliger, weniger brillant, wird mich respektieren. Ja. Und natürlich heiratet sie den, der sie nicht unterdrücken wird. Also so geht Voltaire mit diesen Dingen um. Aber für einen schmalen Kreis von Aufklärern, etwa den Marquis de Condorcet, auch einen der führenden Aufklärer dieser Zeit für Voltaire, steht völlig außer Frage, dass sich Männer und Frauen, was ihre intellektuellen Fähigkeiten, ihre moralischen Ausrichtung betrifft, durch nichts unterscheiden. Und deswegen steht die Forderung nach Gleichberechtigung eigentlich an. Voltaire hat sie nicht in Form eines flammenden Manifestes niedergeschrieben. Aber die Frauen, die das in der Französischen Revolution tun, etwa eine Hollande de Gouges, kommt natürlich aus dieser Tradition. Das war das Ende von Teil 1. Wichtige Info, seit ein paar Wochen poste ich auch Shorts. Das sind Videos, die unter einer Minute lang sind, also nur wenige Sekunden. Und mein Lieblingsshort wird jetzt hier eingeblendet.